Einen besinnlichen 15. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost Adventskalender. Jo, heute ist der 15. Da öffnen wir doch erstmal meinen Adventskalender. Da ist ja meistens was drin, was wir dann verbasteln. Diese Box hier, das ist eine schnelle, dreieckige Box aus einem Streifen Papier. Die Anleitung verlinke ich dir gerne da oben rechts, wo das i steht. Die gehört zu meinem 24 Adventskalenderboxen, zu meiner Reihe 24 Adventskalenderboxen. Ja, was ist drin? Ein Teebeutel und ein Keks. Ein Sternkeks natürlich. Den werden wir jetzt mal ganz lecker hier verpacken, weil ich weiß, im Advent braucht man immer so kleine Grüße. Ich habe hier das letztes Jahr schon mal gemacht. Das war eine Teebeutelverpackung. Und dieses Jahr dachte ich mir, wird das Ganze mal eine Auszeit im Advent oder ein Advent to go. Also eine kleine Ruhepause im Advent. Ich habe hier schon mal eine vorbereitet. So einfach geht das. Und die werden wir so ausgestalten. Ein Stern ist auch drin. Was haben wir noch für die Auszeit? Den Tee, den Keks, eine Geschichte. Ja, den Stern für die Stimmung. So, dann basteln wir uns das Ganze mal einfach. Und das geht ganz schnell. Hast du vielleicht schon zigmal gemacht. Und wir schauen einfach, dass wir es uns so ausgestalten, dass es super passt. So, stelle ich da hin. Und es geht los. Wir brauchen zwei Stück Designerpapier, einmal ein Stück in 6x6 Inch, das sind 15,2 x 15,2 cm. Und dann habe ich noch ein Stück in 4x6 Inch, das sind dann 10,2 oder 10,15 x 15,2 cm. Das brauchen wir für den Stern. Das hier wird unsere Tasche. Eine kleine, feine Verpackung. Ja, zwei Teebeutel würden reinpassen oder eben eine bunte Mischung, vielleicht auch nur ein kleines Teebeutel Schokolade oder ja, was dir halt so einfällt. Wir falzen zuallererst eine Diagonale, legen das mal hoch und legen die Spitzen genau in die Falz, oben und unten, richten das aus, halten das hier auf der linken Seite am besten gut fest, falten runter und ziehen dann die Falzlinie. Jetzt das aufeinander. Falzen. Das hätten wir natürlich auch so falzen können, aber es wird eine exaktere Linie. Dann brauchen wir eine Linie bei einem Zentimeter, also legen wir das hier mal locker ein. So etwa ein Zentimeter, das sind so alles Maße, von wegen kann man variieren. Ich mache das so bei einem Zentimeter und falze beide Seiten. Genau. Jetzt lege ich es um 90 Grad gedreht an und falze es links und rechts bei 6,5 cm. Also die Spitze liegt dort bei 6,5 und auf der anderen Seite auch bei 6,5. Das kann man auch variieren, aber das sollte schon von der Breite her so gut passen. Ja, was nehmen wir nach außen? Schauen wir mal. Ich glaube, ich nehme es so rum. Ich falte erstmal diese Spitzen hier nach innen. Wunderbar. Nochmal in der Hälfte gefaltet. Und dann falte ich diese Falz bei einem Zentimeter jedes Mal nach oben. Ja, wenn du es gut gemacht hast, dann passt das super. Hier haben wir es einmal so gemacht, dass wir dieses Fach hier nach außen gelegt haben, also genau andersrum gefaltet. Ich möchte es heute so machen, dass es wie eine Überraschungspackung ist und man gar nicht sieht, was in der Tasche drin ist. Die Ecken oben, da habe ich einen Eckenabrunder. Kann man auch einfach rund schneiden. Ich stanze das hier mal und dann habe ich noch eine kleine Kreisstanze, eine klitzekleine. Damit stanze ich hier oben jetzt einen Kreis rein und das wird unser Schleifenbandbehälter, könnte auch unser Griff sein. Ja, so und dann können wir das innen füllen. Packen wir erstmal den Keks rein, den Tee. Geschichte mausen wir uns hier, haben wir nur einmal vorbereitet, packen wir auch dazu. Dann falten wir alles hoch und was fehlt noch? Der Stern. Okay. Weil wir das hier schon mal sichern, nehme ich das Band. Stern kommt gleich. Sternfalten ist ja nichts leichter als das. Nehmen wir heute mal den allereinfachsten aller Sterne. Oder spätestens den zweiteinfachsten. Ich fädel das hier mit einer Schlinge durch.
das oben fest und ziehe das und mache dann nachher die Schleife. So, stellen wir es aber erstmal beiseite. Jetzt nehmen wir das Stück mit den 4 x 6 Inch, also 10,12 x 15,2 cm, und falzen uns jetzt alles jeweils immer bei einem Inch in die eine Richtung. Also Felder von einem Inch. 1 Inch, 2 Inch, 3, 4, 5 und in die andere Richtung dann wieder bei einem. Bei 2 und bei 3. Jetzt könnten wir uns die Arbeit noch erleichtern, indem wir Diagonalen machen, aber die falte ich einfach. Hoffe ich schneller. So, ich zerschneide das ganze Stück jetzt bei 2 Inch und lege es aufeinander und schneide mir jetzt Quadrate runter, wieder in die andere Richtung, auch bei 2 Inch und nochmal bei 2 Inch. So, das ist jetzt nicht gefedert, das ist schön. Und jetzt falten wir aus jedem Sache von wegen Buch, Buch, also in die eine Richtung ein Buch, auffalten, andere Richtung, und das machen wir mit allen. Sehen, welche Seite wir nach außen packen. Machen das mal so rum. Das Buch in beide Richtungen. Hier war irgendwo eine, wo ich dachte, das ist nicht so ganz egal. Merken wir wieder. Ja, wenn wir das haben, brauchen wir am Ende 5 Teile. Suchen wir uns die 5 schönsten aus. Die sind natürlich alle schön. Hier, das lassen wir mal beiseite, und die anderen 5 nehmen wir. Jetzt falten wir aus jedem noch ein Kopftuch. Die Buchfalzen sind jetzt Bergfalten und wir falten es jetzt so rum zu einem Dreieck. Und das reicht auch schon, und das machen wir mit jedem. Und dann haben wir nämlich hier so einen Stern, den man vielleicht schon erkannt hat. Läuft oft unter dem Namen Zauberstern. Warum? Weil er so wahnsinnig einfach ist, aber doch so viel her macht. So. Und zwar knicken wir uns aus jedem dieses kleine Quadrat zusammen. Und je kleiner, umso witziger sieht er ja aus, finde ich. Und die kann man wirklich in Masse produzieren. Jetzt nehmen wir uns das doppelseitige Abreißklebeband und ziehen uns hier einfach eine Diagonale drauf. So, dann haben wir ein Bändchen und dieses Feld, was übrig ist, weil wir hatten ja 6 Quadrate, da schneide ich mir jetzt einfach 2 Quadrate ab und die anderen 2 hebe ich mir auf für schlechte Zeiten, brauche ich also nicht, aber die 2. Jetzt setzen wir unsere offenen Quadrate aufeinander. Rechtwinklig. Ich mache den Stern am liebsten mit 5 Elementen. Manch einer möchte den mit 6 Elementen machen. Also ich finde den mit 5 schon sehr stimmig. Wichtig ist, dass wir die geschlossene Spitze immer an die gleiche Stelle setzen und alle anderen einfach aufeinander. Haben wir hier schon einen Kleber. Setzen wir hier Bändchen drauf, das unten nicht rausguckt. Also ab. Auf der anderen Seite brauchen wir jetzt noch einen Kleber. Auf. Auch da Bändchen. Irgendwas vergesse ich ja immer auf dem Arbeitstisch zu legen. Heute ist es eine Holzperle. Wird also nachgereicht. Das Bändchen nicht zu kurz. Natürlich auch nicht zu lang. Ist ja den Spruch. Langes Fädchen, faules Mädchen. Aber das stimmt natürlich gar nicht. Das ist Unfug. So, und dann kleben wir hier auch nochmal doppelseitiges Abreißklebeband auf die kleinen Quadrate. Und versäubern damit die beiden Felder, wo wir unser Bändchen angebracht haben. Nummer 1 und auf der anderen Seite. 2. So, und das ist eigentlich schon alles beim Stern. Und jetzt falten wir den rum. Jetzt siehst du, wofür wir die Perle brauchen. Hier ist unser kleiner Stern. So sieht er aus.
Hier oben würde jetzt die Perle drauf rutschen. Drüber machen wir nochmal einen Knoten, dass er uns nicht verschwindet. Und somit haben wir einen klitzekleinen Stern, der jetzt passend für unser Täschchen ist. Und den packen wir da mit rein. Ja, und fertig ist unsere kleine Auszeit im Advent. Und jetzt sollten wir sie nur noch ein bisschen verzieren. Und das machen wir jetzt. So, nehmen wieder die Schlinge. Ziehe das hier durch. Beide Enden. Notfalls noch mal ein bisschen ausrichten. Und dann mache ich oben die Schleife. So, die Tasche ist prall gefüllt. Das soll auch so sein, weil prall gefüllt sieht ja auch noch was aus. Ich habe mir jetzt noch zwei Texte genommen und ein paar Sterne. Und auf die einen Seite würde ich jetzt einfach aus dem Stempelset habe ich genommen Chillkröten. Das in der Ruhe liegt die Kraft. Das habe ich hier schon mal in Chili drauf gestempelt. Und heute machen wir das mal ganz einfach mit den Dingern, mit den Schildern. Ich nehme jetzt meinen Stempelfreitmarker und setze dem jetzt hier einfach so eine lockere Kante drum. So mal mit Pünktchen und Linie. So ein bisschen einfach und runde die Ecken ab. Mache aus der geraden Sache eine bisschen krumme Sache. Setze das Ganze auf den blutengrünen Farbkarton. Und schneide das auch noch mal ganz luftig ab. Es muss ja nicht immer alles exakt sein, aber vielleicht hast du auch Stanzen, dann mach das ganz exakt. Aber es geht immer alles. Ne? Man kann ruhig variieren. Das erste Schild und beim zweiten Schild habe ich aus dem Stempelset So klingt Weihnachten, das alle Jahre wieder genommen. Dort ist so ein bisschen, weil ich keinen Text hatte von wegen chilligen Advent. Ist jetzt mein Text alle Jahre wieder. Denk dran, in der Ruhe liegt die Kraft. Mach mal einen ruhigen, eine kleine Auszeit. Advent. Muss ich mir auch immer mal sagen. So. Machen das heute ganz einfach und ganz schnell und ein bisschen mit Schnipselei. Und öfter mal gefragt, wenn ich die Stanzen nicht habe oder dieses oder jenes. Wir können da wirklich auch mit diesen Sachen ganz kreativ verfahren. Auch hier kleben wir das einfach auf den anderen Karton drauf und setzen dort noch eine farbige Mattung, weil der Farbkarton, also das Designerpapier, natürlich hier ziemlich hell ist. Dachte ich mir, können wir das einfach noch ein bisschen dunkler machen. So, was haben wir noch? Auf dem Arbeitstisch haben wir jetzt noch ein paar Sterne vom Projekt von gestern. Und die werden wir einfach gleich mit verarbeiten. Das gestanzte Sterne geht natürlich auch alles andere. Kann man immer alles ganz einfach aufmalen, ausschneiden, fertig. Sich eine Schablone anlegen. Klein und groß. Bisschen experimentieren. Oder man organisiert sich Stanzschablonen. Kann man kaufen. Braucht man eine Stanzmaschine. Manchmal auch Handstanzen. Oder man fragt nach dem Stampin'-Up-Katalog, wenn man ihn nicht hat. Dem können wir auch arbeiten. Kann ich euch gern zuschicken. Ich versende gerade die neuen Mini-Kataloge. Wenn ihr Bedarf habt, fragt einfach nach. Auch den Jahreskatalog packe ich euch gern dazu, wenn ihr den noch nicht. Der gilt noch bis nächstes Jahr. April. Oder? Ja, mal sagen. So. Den kleben wir da oben hin und dieses Schild unten so ein bisschen davor, dass der leicht verdeckt ist. So, meine Idee heute von wegen kleine Auszeit im Advent oder ein Advent to go. Rückseite gestalten wir auch noch schnell. Da klebe ich jetzt das Schild auf. Setze ich so ein bisschen mittig schräg und dazu noch zwei Sterne oder drei. Und dann passt.
Ja, gleich soweit, dann gibt es die Sterne des Tages. Die fehlen uns ja heute auch noch. Und Spruch des Tages. Langsam hier eine adventliche Routine einziehen lassen. Arbeitstisch reinigen. Jo, fertig ist meine kleine Auszeit im Advent. Du weißt, drin ist die Geschichte. Der wunderschöne Stern. Kann man mal rausholen. Ein Tee, ein Keks. Moment, ich verpacke wieder die Geschichte. Ja, den Stern legen wir dazu. Hier ist er. Tut sie, solange sie die Büroklammer nicht hat, die Perle nicht hat, kommt der Stern so dazu. Ja, sieht nett aus, ne? Genau, das war die kreative Idee und jetzt geht's weiter. Lang ersehnt die Sterne des Tages und unser Spruch aus dem Afrika-Kalender ziehe ich hier mal raus. Der ist von Cordula. Freuen wir uns schon das 15. Mal heute. Es gibt ein Zitat aus verschiedenen Regionen Afrikas. Siehst du Unrecht und Böses und sprichst nicht dagegen, dann wirst du sein Opfer. Okay, eine Weisheit. Auch da gilt es drüber nachzudenken. Ich, wie immer, werde den Spruch auch auf meinen Blog setzen. Dann kannst du noch mal lesen. Okay, jetzt kommen die Sterne. Und zwar geht es los mit dem Stern von Heidrun. Dann haben wir einen von Gabi, einen von Christa und aus der Kategorie bunt gemischt haben wir einen Beitrag von Anja. Anja hat auch zwei Adventskalender gebastelt, also das Ganze jeweils 25 Mal. 50 kreative Beiträge. Es geht los. Heidrun kommt aus, wenn ich das alles richtig habe, notfalls korrigiert mich, aus Ziesar in Brandenburg. Das ist so ein bisschen meine alte Heimat. Meine ganz alte. Okay, gucken wir doch mal. Schöner Umschlag und Aufklebern. Und da drin ist ein gehäkelter Stern. Mit dieser schönen Quaste unten drin. In der Mitte sitzt auch noch eine Perle. Heidrun ist zum ersten Mal dabei. Schön, dass du mit dabei bist und uns deinen Stern zeigst. So, dann haben wir Gabi aus Simrad. Gabi ist schon öfter dabei gewesen. Richtig. Jetzt los. Simrad liegt in Nordrhein-Westfalen. Ich übe wieder ein bisschen Geografie. So, was machen wir? Das Bändchen. Engel im Stern. Ein Blitzerstern nochmal an die Seite dran. Das ist eine Beiträge von Gabi. Außen drauf ist der ausgestanzte Stern auch noch toll verwendet. Noch ein bisschen beiseite, dann sieht man es. Und Christa aus Gera in Thüringen hat uns diesen Stern gebracht. Ausgeschnitten. Und mit Schneeflocken verziert. Kleine gestanzte Schneeflocken. Das ist der Beitrag von Christa aus Gera. Und Anja aus Jade in Nordfriesland, also direkt am Jadebusen, hat für uns in der Kategorie bunt gemischt. Ist auch zum ersten Mal dabei, aber gleich mit zwei Kalendern. Und ich baue mal ein bisschen. Uns diesen wunderschönen Engel in 3D-Optik. Mädchen jetzt sortieren, bis er oben ziehen. Jetzt hätte er alles üben können. So, aber jetzt. Ich leg ihn erstmal quer, dann siehst du ihn und jetzt wird er gehängt und gedreht. Komm, dreh dich mal. Wunderbar. Dieser kleine Engel. Hier genäht in mehreren Schichten, bekommt er diesen tollen Effekt. 3D-Engel. Ja, das sind die Beiträge von heute und meine kreative Idee. Jetzt wünsche ich euch einen besinnlichen Abend und freue mich, wenn wir uns morgen Abend wiedersehen hier zum nächsten Türchen im kreativen Adventskalender.
Bis dahin, ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.